Gratulation, wirklich ein tolles Stück, also Spannung pur bis zum Schluss und es war mucksmäuschenstill im Publikum. Es war wirklich mucksmäuschenstill, während es in mir gekocht hat vor Nervosität, aber ja, es war wahnsinnig toll. Meine Leute haben das so toll gemacht, ich bin wahnsinnig happy und erleichtert. Interessantes Stück, wenn man jetzt nach der Moral der Sache fragt, was würdest du da sagen? Ich würde sagen, es ist ganz wichtig, als Mensch selbst zu reflektieren, sich zu hinterfragen, was man im Leben mitgekriegt hat, womit man aufgewachsen ist, sich diesen Sachen stellen, um dann in eine bessere eigene Zukunft gehen zu können. Es ist ein fantastisches Stück und ich würde sagen, auch die schauspielerischen Leistungen waren ausgezeichnet, wirklich fantastisch. Wie die anderen Göttinnen. Siehe, der Herr ist gekommen, des Menschensohn ist nahe. Prinzessin, ich kann nicht. Du wirst es für mich tun. Ich weiß, dass du das für mich tun wirst. Und morgen früh, wenn ich in meiner Sänfte an der Brücke vorbeikomme, werde ich unter den Musselinschleiern dir einen Blick zuwerfen. Und jetzt die Frage, wie lange habt ihr geprobt? Also geprobt haben wir tatsächlich 2 Monate, sehr intensiv. Und die Vorbereitungszeit mit meinem Regie-Team hat 2 Jahre tatsächlich gedauert. Kann man vorstellen. Jetzt ist das doch teilweise mit Medien, teilweise mit auf der Bühne. Wo ist da die Herausforderung? Also technisch ist es natürlich die Herausforderung, dass alles dann immer so wie geprobt funktioniert. Aber warum wir auch so viele Medien verwenden, also ein Fernseher und Videoprojektionen und Live-Video, ist einfach auch, um diesen Social-Media-Aspekt zu betonen, der einfach auch im selben Sinne wie vorher die Psyche gemeint ist, im Sinne von Oberflächlichkeit. Durch Social Media, was ja junge Leute ganz rasant immer intensiver nutzen und immer weiter weggehen von echten Gefühlen, von echten Nachdenken, nur in der Oberflächlichkeit verharren, das ist es, was wir im weitesten Sinne damit sagen wollten. Ja, und das, was auf der Bühne zu sehen war, war Emotion pur. Emotion pur, aber ich glaube, dass man durch Extremstbeispiele noch mehr dann denkt, so darf doch die Welt nicht aussehen, ich muss was ändern. Das ist die Idee. Absolut. Ja, das ist auch sehr gut rübergekommen. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß, es ist noch nicht abgespielt, es ist jetzt erst die Premiere gewesen. Gibt es schon einen Plan, das Nächste zu machen? Es sind tatsächlich Gespräche im Laufen, die ich gerne veröffentliche, wenn sie abgeschlossen sind. Aber wir können wieder gespannt sein. Das auf jeden Fall. Das sage ich recht herzlichen Dank. Es war wirklich ein fantastisches Stück. Und wie gesagt, wenn man das Publikum keinen Mucks hört, dann waren sie gefesselt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war eine tolle Inszenierung, auf modern gemacht, wenn man dieses Thema kennt. Es war teilweise schon sehr schockierend, aber das ist das Leben. Es war alle Achtung, was die jungen Leute ja zustande gebracht haben. Mhm. Toll. Wird es dir gefallen? Ich bin auch Ihrer Meinung, aber ich glaube, ich kenne das schon. Ja. Aber wenn das normal inszeniert würde, würde es wahnsinnig langweilig sein. Richtig. Man muss fast wieder einschlafen, aber das hat eben das Ganze so viel Spannung reingebracht und das macht auch den Erfolg. Ja. Ich habe es auch dem Regisseur gesagt, es war da drinnen so leise, man hat vom Publikum nichts, aber wirklich gar nichts gehört und das ist fantastisch. Ich glaube, weil dieses Stück, diese Inszenierung so außergewöhnlich ist, dass man unbedingt den Atem angehalten hat. Zumindest mir so gegangen. Ich bin in die erste Reihe gesessen und ich dachte, oh mein Gott. Teilweise habe ich so, ach, jetzt kommt ja was auf mich zu. Und diese Laute und Leise, immer wieder, da muss man einfach leise sein, um das mitzubekommen. Da ist die Emotion voll rübergekommen, kann man sagen.
Wird dir das gefallen, dass man auch mit den Medien gearbeitet hat, nämlich an der Video wohl und. Ich finde gerade, das ist sehr kreativ und das sogar, ich kann das sogar inspirieren für meine Arbeit, weil ich mache ja auch Shows, also Modeschau und ich kann dir auch klauen die Ideen. Und ich denke auch diese Ideen, einfach die Kameraleute auch mal in Rampenlicht zu bringen oder auch mal von der anderen Seite zu sehen und auf Video wohl zu projektieren, das ist schon wieder was Neues und ich denke, das ist ja diese frische Luft, diese Inszenierung, frische Leute, junge Leute und er hat ja toll gemacht. Und dass er mit den Kameraleuten hat überhaupt nicht gestört, das hat wie wenn es dazugehört hätte. Genau. Teilweise habe ich gedacht, es gehört dazu. Deswegen war alle Ruhe. Mit anderen Worten, gehört es auch mal auf die Bühne. Genau. Dann sage ich euch schon recht herzlichen Dank. Es war wirklich ein spannender Abend und genießt den Abend heute noch. Vielen Dank. Dankeschön. Der Kaldäer, die sich hingab, die Lust ihrer Augen und Gesangkünste an der Kaldäer schickte. Wo ist sie? Die sich den Hauptgott Assyriens gab. Ihren Wehrgehängen und bunten Kronen auf dem Kopf, die sich den jungen Männern der Ägypter gegeben hat, die ihn vor einen Leinen und Lazintgesteinen brannten. Genau. Und jetzt haben wir gerade die Begeisterung bei euch gesehen, wie hat es euch gefallen? Ja, super, total spannender Abend. Wir sind noch so am Verdauen, oder Sophie, was sagst du? Ja, würde ich auch so sagen. Es war sehr tief. Und der Schock sitzt noch ein bisschen. Ja, voll. Und dann der Twist mit der Mutter, oder durfte ich das jetzt überhaupt vor? Nein, das ist wunderbar. Okay. Ja, voll. Na, und man merkt, es war ein total begeistertes Premierenpublikum und ja, viele Friends and Families. Die Stimmung war top. Die Stimmung war super, total, total herzliche Atmosphäre hier gerade auch im Dschungel. Also wir genießen den Abend. Wunderbar, da kann man nichts mehr hinzufügen. Dankeschön. Schön. Man hatte nicht immer mehr Stecknadel fallen gehört und ich bin überzeugt gewesen, manche hätten husten müssen, haben sie aber nicht traut. Und das ist für mich ein Zeichen, es war fantastisch. Ja, fangen wir mal an. Ist das eine böse Mama, die da gespielt wird? Naja, böse ist immer so eine Geschichte. Also ich sage jetzt mal, es gibt keine schlechten und keine guten Menschen, außer vielleicht Donald Trump, aber gut. Okay. Aber die hat halt einfach selber, also für mich selber sehr viele Probleme gehabt, mit denen sie nicht umgehen konnte. Also wir haben schon immer geredet, dass sie wahrscheinlich eine Depression hat oder zumindest depressive Phasen und dann halt einfach mit Sachen nicht so toll umgeht und das lässt sie dann halt an der Tochter aus, mehr oder weniger. Mhm. Und der Mann ist dann halt nicht unbedingt hilfreich in der ganzen Situation. Also es ist auf alle Fälle keine ideale Familienkonstellation, sagen wir so. Aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt als böse bezeichnen, aber ich sage jetzt einmal, in diesem Fall war sie für sehr vieles verantwortlich, was falsch gelaufen ist. Mhm. Ja, aber sie ist dann am Schluss... Was ist böse? Ja, eh. Wenn du für mich tanzest, kannst du von mir verlangen, was du willst. Ich werde es dir geben. Ja? Ja, tanz für mich, Salome, was immer du von mir begehren wirst. Ich werde es dir geben. Willst du mir wirklich alles geben? Ja, das ist schon angesprochen worden. Ziemlich ein schlimmer Finger, aber trotzdem mit Skrupel. Ja, also mit Skrupel bedingt, aber ja, ich glaube, wenn man so eingewachsen ist in einem Königsein, in einem ich kann alles haben, aber davor muss man noch den Bruder umbringen, weil der ist König. Und dann hat man wirklich die Spitze für sich und das über Jahre. Ich glaube, dann wird man einfach irgendwann ein bisschen wahnsinnig und möchte mehr die Grenzen mehr austesten und so. Und ich glaube, da ist er dann. Beim Heiligen Mann dann allerdings ein bisschen ein Problem gehabt mit den Enthaupten. Das ist richtig. Es gibt halt dann doch noch Grenzen. Also einen Heiligen töten, das geht nicht. Das ist die eigene Tochter oder Stieftochter. Ja. Das ist eine Grauzone. Für ihn dann wohl eher. Oh Gott. Wissen von nichts etwas. Siehe, der Tag ist nahe, der Tag des Herrn. Und ich höre auf den Bergen die Schritte dessen, der Erlöser der Welt sein wird. Der Welt?
Eine ganz interessante Figur. Ich habe zuerst nicht gewusst, um was es da eigentlich geht. Also, ich bin so ein bisschen der Todesengel oder die Freundin von der Salome, die sie sich quasi vorstellt, die niemand außer sie sehen kann. Also sie ist die einzige Person, die mich sieht. Und dann lustigerweise auch der Johanna an, weil der dann doch irgendwie mehr checkt, als man sich so denken würde. Ja, vor allem interessant war dann, wie der Wind aufgekommen ist, den er verspürt hat. Also das war schon ganz eine interessante Sache. Ne? Genau, ich bin ja dann irgendwie so übernatürlich, oder die Rolle ist übernatürlich. Und immer wenn die Salome mich braucht, dann muss ich schauen, dass ich ihn irgendwie von ihr abhalte, weil sonst passiert dann auch irgendwas und so. Und dann am Ende, wenn sie sich dazu entschließt, dann für ihn zu tanzen, dann weiß ich so, also sie ist jetzt irgendwie erwachsen geworden. Ich kann sie alleine lassen. Jetzt ist es vorbei mit der Freundin. Jetzt muss ich gehen. So. Die Verzweiflung löst wahrscheinlich in unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge aus. Ich glaube, sie hat halt einfach als Prinzessin immer mitbekommen, dass sie alles haben kann, was sie haben will. Und dann ist da so plötzlich jemand, der einfach ihr das nicht geben will. Und dann schaut sie halt, dass sie es anders bekommt. Und dann letztlich aber auch nicht ganz zufrieden ist. Ne? Ja, ich glaube, sie ist einfach... Es ist ein bisschen schwierig, aber sie ist, glaube ich, an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie ganz viele Dinge so zum ersten Mal realisiert und erlebt und weiß einfach noch nicht wirklich, wie man damit umzugehen hat. Und ist deswegen wahrscheinlich auch einfach wie erschlagen von einfach dieser Zuneigung, die sie plötzlich empfindet. Schmeckt es vielleicht? Sagen, dass Liebe besser schmeckt. Schaut halt das traurige Ende oder tragische Ende. Ja. ja, das ist eine ganz interessante, was ist das eigentlich, ein Seher, ein Gottesgesandter? Ja, man würde gesagt, es ist ein Prophet, also ist ein Mann, der Gott geschaut hat, wie der Herodes sagt. Ich glaube, es ist einfach ein, ja, irgendwer, der eine Verbindung in der Wüste gefunden hat. Aber partout nicht die Prinzessin wollte. Wie bitte? Aber er wollte absolut nicht die Prinzessin. Naja, ich glaube, wenn man so in Gott verliebt ist, es gibt dann kaum andere Wege. Manchmal kommt vielleicht dazu, dass er sich verliebt, aber ich glaube, es kann dann nur eine Liebe geben, wenn man Gott so kennt. Was mir sehr gut gefallen hat, am Anfang so aus der Meditationsstellung heraus dann aufstehen zu versuchen und das nicht ganz zu schaffen, also das hat schon gewirkt. Ja, stell dir vor, du bist, weiß nicht, seit 2 Jahren einfach in dieser Position und dann musst du aufstehen. Ich kann es mir kaum anders vorstellen, als einfach zusammenzubrechen und das nicht schaffen. Es hat natürlich auch eine symbolische Absolut. Kraft, weil man auf dieser Welt kommt, wenn man draußen guckt oder wenn man sieht, dass Taiwan bald China ist, kann man immer noch stehen, weiß ich nicht. Das ist richtig. Ich habe draußen beim Publikum umgehört und da hat es geheißen, wenn das Stück nicht so gemacht worden wäre, wäre es vielleicht langweilig und müde gewesen. Aber so war das ein totaler Schwung und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, dass es einfach in diese Zeit mitgenommen wurde und das ist wirklich gut gelungen. Und ich muss sagen, ihr seid wirklich fantastische Schauspieler. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank und wir freuen uns auf die nächste Aufführung. Irgendwann, irgendwo. Danke. Ja.